Oh, wir haben den Lotus immer noch, ne? Da hatten wir ja ein bisschen Probleme. Aber... Wie war das denn? Der war schneller. Aber das Handling war nicht so gut, ne? Ja, komm. Ja, mach mal. Ja, ich trinke mal einen Schluck. Ah. So, das schöne Hakone. Im Hellen. Nutze bei der umgekehrten Strecke in Hakone das Hotel als visuellen Hinweis, weit links zu bleiben und nicht vom Gas zu gehen. Hier bieten sich nämlich sehr gute Überholmöglichkeiten. Okay. Im Dunkeln sieht die Strecke ja richtig geil aus, ne? Ist richtig schön beleuchtet. Im Hellen, ja. Auch okay. So. Los geht's, wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir sind etwas spät dran heute. Aber ich musste einfach mal richtig viel essen. So. Oh, oh, ja, ich wollte es gerade sagen. Das war doch das mit der Kurve. Hm. Ja, erstmal wieder eingrooven hier. Bevor wir da auch nur dran denken können, was zu reißen. Boah, so ein übles Handling, das Vehikel. Hoppala. Ja, die Kurven hier sind schon sehr besonders auf der Strecke. Das haben wir ja in vergangenen Streams schon gesehen. Aber mit dem Auto wird es halt schwierig. Moin, Toffel! Ja, die Gänge, die Wahnsinn, ne? 7.500 bis rote Bereich. Ja. Das war die Strecke, wo du richtig getippt hattest, ne? Die 1.24.7. Allerdings war das die lange Version. Das ist ja die Kurzversion. Oh, das Auto ist so übel. Da guck mal, 0,7 Strafe schon wieder. Was soll das denn? Nee, nee, nee. Der hat nicht sonderlich viel Leistung. Das ist ja aber auch die Serie, die wir gerade fahren, ne? Das sind so die Exoten aus den 80ern. Da war das ja noch nicht so mit Power. Und sonst, wie geht's dir? Alles fit im Schritt. Jetzt brauchen wir 1,8. Oh Gott. 1,11 mit Fehlern in der ersten Runde. Bin ich mal gespannt, was wir da noch reißen können. Also unter 1,10 könnte ich mir vorstellen. Wow, wow. Aber sicherlich nicht die vorgegebene Bonuszeit. Also echt, ey, der fährt nicht gut. 1,975. Schauen wir mal. Das war schon mal 1,108.
Aber der untersteuert sowas von, ne? Das ist echt schlimm. Da musst du so aufpassen. Ich kann aber auch nichts feintunen, da das ja ein Setup ist von jemand anderem. Und dann ist das alles gesperrt. Na klar, man könnte den jetzt versuchen selbst aufzubauen. Aber das ist so viel Fuddelarbeit. Oh, 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 oh. Boah, dieses Untersteuern, ne? Nee, da, das kostet so viel Zeit. Wir wollen es ja fertig haben. Hast du das Setup nicht beim letzten Mal gelöscht? Ja, und dann habe ich ein anderes geladen. Dann habe ich ein anderes geladen. Ja, da ging es ja dann auch jetzt auf Leistungsindex 700. Das gelöschte war ja 600. Und das war doch dann das Setup, wo um einiges schneller war als alle anderen. Aber das Handling halt grottenschlecht. Und da hat sich, nicht viel getan natürlich. Aber guck mal, 1.10.2 haben wir schon. Da haben wir schon ein bisschen was aufgeholt. Aber diese Kurve, ne, die macht mir schon ein bisschen Angst. Und die sowieso. Oh, oh. Junge. Ach so, ja stimmt, wir hatten ja beim letzten Mal festgestellt, dass die KI schlechter geworden ist. Wenn ich aus der Kurve rutsche, kriege ich eine Zeitstrafe. Das ist absolut nicht normal. Die Zeitstrafe kriegt man, wenn man jetzt hier zum Beispiel abkürzen würde, ne, das ist vollkommen in Ordnung. Aber wenn ich rausrutsche, habe ich ja keinen Vorteil, dann habe ich einen Nachteil und werde dann auch noch bestraft. Also das ist nicht im Sinne des Erfinders. Oh, ehrlich? Ich habe gesehen, dass er da ist. Und wollte jetzt auch... Also ich habe jetzt meinen Sohn am Wochenende, aber die Tage wollte ich ihn auch gucken. Und wie ist er? Also, dass er nicht so ist wie die Alten, ist klar. Aber geht's in die Richtung oder ist es wieder so ein... beschissener Modernisierungseffekt eingetreten. Ehrlich, ja? Alle alt? Sind die alle dabei wieder von damals? Die beiden coolen Bullen und der Captain? Nee, der eine Bulle ist doch gestorben, oder? Also in echt. Wow, wow. Ja, den würde ich auch gerne mit meinem Sohn gucken, tatsächlich. Allerdings ist er noch nicht so weit, dass er sich so lange Filme anguckt. Ich habe ihn vor 2 Wochen oder 3 Wochen habe ich ihn quasi gezwungen, mal Star Wars zu gucken mit mir. Episode 4. Weil er ist Star Wars Fan, aber hat noch nie einen Film gesehen davon. Da habe ich gesagt, komm, wir gucken mal den Film. Und dann andauernd, sag mal so alle halb, dreiviertel Stunde, wollte er was anderes machen. Da habe ich gesagt, nee, bleib jetzt mal sitzen und lerne, still zu sitzen und dich zu konzentrieren. Der kommt ja auch bald in die Schule und dann muss er das halt auch können. Also, Lerneffekt beim Star Wars gucken, fand ich eine gute Idee. Hat dann auch geklappt. Guck mal, 1957, haha, ich hab deine Zeit schon. Ja, das ist zu lang, Teufel. Stunde 57 ist zu lang. Tagger und Rose sind dabei, oh, cool. Sehr cool. Bin ich echt gespannt drauf.
Ich habe mich schon gewundert. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass da überhaupt was gedreht wird. Und dann lasse ich so Spotify laufen und auf einmal höre ich den Soundtrack. Und ich, hä? So was Altes kommt da. Und dann war das aber ein Remix. Und habe ich gedacht, oh, das klingt gar nicht schlecht. Und dann kam Werbung für den Film und ich dachte, oh, wie geil ist das denn? Taggart ist jetzt Chief. Haha. Geil. Ja, ich habe am Donnerstag oder wann es war, habe ich mal mit der neuen Staffel The Boys angefangen. Geil. Geht genauso weiter. Sehr cool. Ich hatte schon Angst, dass sich da was verändert, weil da so lange Pause war, aber nö. Ja, okay. Nicht spoilern. Bei Spielen ist Spoilern okay, bei Filmen ist es dann schon ein bisschen schade. Oh, Kollision. Ey, Alter! Habt ihr das gesehen? Da kickt er mich einfach. Einfach so. Allerdings keine Strafe gekriegt dafür. Ja, genau. Und bei Filmen ist es dann halt auch so, wenn dir da jemand was erzählt hat, ich hab's dann vergessen, wenn ich den Film starte. Aber wenn dann diese erzählte Szene kommt, dann erinnere ich mich sofort daran. Und das ist dann ärgerlich, wenn du weißt, was passiert. Ja, bei Spielen, erstens kannst du nochmal erleben und da du es selber spielst, kann es ja einen ganz anderen Verlauf haben. Ja, das geht dann. Bei Filmen ist echt schade. Und schlimm ist es, wenn du dann mit jemandem zusammen einen Film guckst, der den Film schon gesehen hat und seine Klappe nicht halten kann. Und sei es nur, Achtung, gleich passiert was. Das nimmt die ganze Spannung raus. Oh, könnte ich ausrasten. Ich meine, klar, wenn ein witziger Spruch kommt oder so und man sagt, oh, hör mal zu, das ist ja vollkommen okay. Aber so Scare-Jumps oder so anzupreisen, nee. Oder so Überraschungseffekte, ne, sei es, was weiß ich, ein super cooles Auto oder so, was revealed wird. Das ist dann blöd. Guck mal, 189. Wir werden immer schneller. Ja genau, pass auf, gleich kommt was. Ganz genau. Das ist schlimm. Ja, wie gesagt, bei so lustigen Sachen, ne, dass dann einfach irgendein geiler Spruch kommt, den dann der Gegenüber einfach nicht verpassen darf, weil er gerade nicht konzentriert ist oder so. Da bin ich auch so jemand, wo sagt, so, hier, guck. Aber alles andere nicht. Oh, da fällt mir ein, ich will die Titanic-Flöte rausnehmen. Der Typ, wo die Flöte spielt, hat angefangen, Urheberrecht einzuklagen. Alles unglaublich. Die ganzen Videos, wo das drin ist, was nicht wenig ist, haben alle eine Urheberrechtsverletzung gekriegt. Was soll das denn? Will er damit jetzt noch Kohle scheffeln oder was? Indem er Werbung einspielt. Immer wieder Momente, wo ich so lachen muss gerade. So gut, ja? Aber da bin ich echt gespannt. Na, vielleicht gucke ich morgen schon. Morgen habe ich so an sich nichts vor. Oh,
Mittwoch ist ja mein Bürotag, wenn man das so nennen kann. Und da sitze ich am PC und mache dann einfach Dinge. Bankgeschäfte und solche Dinge. Und gestern habe ich dann mal angefangen, einen Trailer für den Shop zu machen. Ne, im Shorts-Format und im normalen Video-Format. Und dann hatte ich noch eine Idee für ein T-Shirt und habe dann gleich noch eins gemacht, was ja, glaube ich, das günstigste ist, was zu kaufen ist. Und zwar einfach nur mit dem Spruch vorne drauf: I sub the Michel and all I got was this lousy T-Shirt. Geil. Und habe auf die Homepage noch ein Banner eingefügt, wo die True Achievement Statistiken drin sind, ne? Also das Xbox-Erlebnis. Ja, interessant. Was war das? 626 Spiele gespielt. Oh, und dann ganz üble Statistiken. Da ist dann zum Beispiel, wie viele Spiele ich komplettiert habe, ne? Also zu 100% durchgezockt habe. Und ich glaube 5%. Das ist so lächerlich. Aber typisch. Gerade wenn man den Game Pass hat, dann will man jedes Spiel mal ausprobieren und denkt sich, ja, das ist cool, lege ich auf die Seite und spiele es nie wieder. Oder erst in vielen Jahren. Was ich unten noch physische Spiele habe, noch eingeschweißt. Es lohnt sich bald gar nicht mehr, die zu spielen. Far Cry Primal zum Beispiel. Wie blöd, ne? So, 6 Runden. Und dann drückt mal die Daumen. Alle 4. Ne? Die beiden Daumen und die beiden großen Onkel. So. Ja, wir sind immer noch so schnell. Jetzt fehlt halt nur das Handling, ne? Da kriegen sie mich dann. Und das ist bei den vielen Kurven hier. Hoppala. Kein Vorteil. Da brauche ich viel lange Geraden, wo ich die dann abziehen kann. Schauen wir mal. Übrigens ist dunkel, falls ihr es nicht bemerkt habt. Das heißt, schöne bunte Lichter überall. Ah, das Hotel hat sie gemeint vorhin. So, jetzt wieder vorsichtig in der Kurve, die immer weiter zugeht. Und gib ihm. Wow. Auch hier denke ich, wäre es mit dem Lenkrad um einiges besser. Weil man muss sehr vorsichtig mit der Lenkachse umgehen. Und das ist mit dem Controller für mich immer sehr schwierig. Hoppala. Oh ja, so kann man sie
ganz gut nehmen, die Kurve. Und jetzt werde ich überholt. Nein, nicht ganz, okay. Runde 2 von 6. Ich meine, wir waren gar nicht so gut, die ersten paar Rennen. Das heißt, in der Gesamtwertung, wo waren wir denn da? Dritter, vierter, kann es sein? Also wir müssen schon ein bisschen Gas geben. Was aber in einem Rennspiel die Grundvoraussetzung sein sollte, Gas zu geben. Oh ja, so geht's super. Oh, jetzt überholt er mich aus. Nee, hat er nicht geschafft. War gute Zeit bisher gefahren. 1,88. Kann man nicht meckern. Klar haben wir weniger Sprit dabei, sprich wir sind leichter. Was immer einiges ausmacht. Aber natürlich gewöhnt man sich halt auch ans Auto, ne? Und lernt die Kurven dann mit dem jeweiligen Auto zu fahren. Ja, werde ich den Film mögen? Ja, garantiert. Garantiert. Also ich bin ein riesiger Eddie Murphy Fan. Gerade wegen Beverly Hills Cop. Das sind Kindheitserinnerungen. Also ich weiß, es ist schwer vorzustellen, aber ich bin ja so alt, ich kenne die Kinoplakate davon. Von Teil 1 und Teil 2 und so. Ja, und dann die Suche nach dem goldenen Kind und oh, wie heißt der Film? Wo er alle Rollen selber spielt. 12 Rollen. Seine ganze Familie. Au, au, au. Earl oder Herb oder sowas. Ziemlich cool gemacht. Wie habt ihr ihn jetzt fast durch? Alle Filme von ihm oder was? Norbit hieß der Film. Norbit. Wo er doch der dicke Professor ist und sich dann zu so einem sexy Typen macht. Und spielt dann noch die ganze Familie und der Hausmeister und bla bla bla. Norbit. Ja, das ist ein sehr cooler Schauspieler, auch wo er seinen Job verliert und zwei Kumpels von ihm auch und dann machen sie eine Kindertagesstätte. Keine Ahnung, wie der heißt, der Film, aber der ist sehr cool. Achso, du guckst ihn jetzt gerade? Nee. Oh, verdammt, Alter. Oh, das war knapp. Komm, letzte Runde. Wir müssen Erster werden. Komm, komm. Das schaffen wir doch easy. Ab ins Ziel.
Achso. Die letzten 20 Minuten. P1. Da. Und? Oh, wir sind auf Platz 1. Mit 97 Gesamtpunkte. Ah, da waren wir vorher aber auch schon auf Platz 1. Scheinwerfer in den 80ern waren einfach schrecklich, oder? Egal ob Lambo oder Lotus oder Honda oder was auch immer. Schrecklich. Mazda Miata. Oder für die Jüngeren unter euch MX-5. Der hatte immer schöne Scheinwerfer. Aber es soll auch kein Sportwagen in dem Sinne.